Holy shit. Und damit. Moin moin Leute, ich bin Little Compass Brain oder einfach nur Yannick und halt jetzt die Klappe. Da einfach nur Little Compass Brain. Ja, Yannick, hi, moin. Willkommen zu einem neuen Part von Black Mesa. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und haben einen weiteren Kadaver vor uns entdeckt mit einem Augapfel. Schön, was sagst du dazu? Gehst du mir wohl aus dem Weg? Geh mir aus dem Weg. Geh mir raus aus dem Raum. Genau. So, jetzt schön da stehen bleiben. Hier hast du noch eine Pflanze. Hier. Bitte sehr. Gießen. Gießen nicht vergessen. Gießt du wohl die Pflanze. Will ich hoffen. So. Hallo. Raus hier. Ja, besser ist. Und wehe, du kommst hier wieder rein. Ich bin nämlich gerade hier am Auf... Verdammter Scheiße. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind hier durchgekommen, haben dann gesehen, wie der zerfetzt worden ist und... Oh mein Gott. Ich bin raus. Du machst das, Junge. Dem stelle ich mir nicht entgegen. You like that? Huh? Guck mal, soll ich dir den mal aufsetzen? So als Hut? Hier haben wir einen Fall von einem Bluescreen. Hier wurde Windows Update KB1609229 nicht installiert. Scheiße, ne? Sorry, Doc. Besser ist. Schön entschuldigen. So. Oh. So stelle ich mir das vor, wenn im Horrorspiel ein Jumpscare kommt und ihr das Video seht. Na, das frage ich mich dann auch immer. Warum klang das gerade so, als hätte hier irgendwer nachgeladen? Hallo? Hi, moin. Tschüss. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Nicht bei dem Reinkommen. Ganz vorsichtig sein. Oh, hier ist noch einer. Schön. Können wir uns hier reinschlängeln? Leider nicht. Da kommen wir auch nicht hoch. Das ist aber später ein Shortcut, den wir uns aufmachen können. Okay. Wir sind derzeit übrigens immer noch im... Bist du ein Alien? Ich habe das grüne Licht ganz genau gesehen. Ich weiß ja nicht. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Munition, die nehmen wir natürlich gerne mit. Wir sind hier weiterhin im Bürokomplex und müssen weiterhin gucken, ob wir das irgendwie der Welt da draußen mitteilen können, obwohl ja irgendwie so ein bisschen diese ganze Info schon rausgekommen ist, was aber komisch wirkt, weil wir es nicht weitergegeben haben. Das ist ein geiler Screensaver. Damn. Und wir haben uns jetzt ja auch schon diese sporadische Frage gestellt, wer würde uns überhaupt glauben? Yo, die kann man wirklich trinken! I love Soda Pop. Komm, eine noch. So, und jetzt noch ein Snack. Ich will ein Snack! Kannst du nicht fassen. Wir gehen den richtigen Weg. Das sieht man daran, dass hier überall Aliens sind! So, und jetzt noch ein bisschen Wasser. Sorry, war ich nicht. Mensch, musst du das immer kaputt machen? Och, komm schon. Muss ja nicht sein. Oh, hier gibt's schon Farbfernsehen. Aufpassen, da nicht reinlaufen. Hey, Dude! Das ist mein Kumpel, der schießt gerne. Die Soldaten wollen uns retten. Okay, dann werden wir sehen. Ja, besser ist das. Können wir den in so einen Gegner reinschubsen? Nicht, dass mein... Das ist ein unorthodoxer Gedanke, den man da hat. Das Ding ist eh kaputt. Oh Gott, wir sind jetzt von Level zu Level gesprungen. Von Level zu Level zu Level zu Level zu Level... Von Level zu Level... Als Materia das Lied geschrieben hat, hat er Half-Life 1 gespielt. Ist ein kleines Easter Egg, wissen nicht alle. Davon will man... Warum er? Gottes Willen. Moin. Hey. Oh nee.
Reicht jetzt. Gute Nacht. Gut, wir haben keinen Freund mehr. Schade. Das hat nicht ganz so geklappt. Aber der ist da auch wirklich blöd stehen geblieben. Ich meine, er hat uns gewarnt. Nett, dass er das getan hat. Das war wirklich top-notch. Herzlichen Dank. Aber er hatte... Was ist das denn für ein Stuhlkreis? So ist das, wenn... Ich weiß auch nicht. Ich wollte gerade irgendwie einen Witz bringen, aber dann dachte alles, was in meinen Kopf gekommen ist... Nee, das wäre es nicht gewesen. So fühlt sich das... Nee. Da ist nichts. Kein Witz. No joke. No thought. Head empty. Done. Just done. Nein! Oh, hier ist niemand drin. Ich würde sagen, die sind Pampelmuse. Was? Mus. Irgendwas mit Mus wollte ich... Ja. Ihr seid auch hier für das Gameplay, oder? Ich auch, tatsächlich. Yo, dude! Hey, what are you still doing down here? Get topside. I hear troops are coming in to save us. Meinst du, ich habe mir das ausgesucht, hier zu sein? Meinst du? Du hast ein nettes Lächeln. Muss man dir lassen. Oh, das hat er gehört. Da hat er gleich verlegen zur Seite geguckt. Dachte sich, Freeman. Hier gucken noch Leute zu. Hier ist Kamera. Freeman, bitte. Ein Luftkanal. Kein Luftkanal. Okay, jetzt können wir hier oben durch. Ich weiß nicht, was uns hier oben erwartet, aber... Anscheinend können wir hier rein. Wo will ich lang? Wo will ich lang? Wo will ich bleiben? Ne, das ging anders. Weil wir hätten ja auch theoretisch... Da sind auf jeden Fall Batterien. Die sind jetzt quasi hier, wo wir gerade unten waren. Ach so. Danke, Bruder. Ich finde immer noch, dass die Stimme so ein bisschen so klingt wie von diesem Harder, Better, Faster, Stronger Song von Daft Punk, wenn immer diese Stimmen, diese Voice Samples genutzt werden. Nee, noch besser. Es gab einen Track von Daft Punk, der hieß Technology oder so. Und oder ist das in dem Track? Das ist in dem Track. Da sagen die dann irgendwie manchmal so Technology, Technology. Das ist mal ein Gerät. Und die Waffe erst. So klingt das. Say hello to my little friend. Wo seid ihr? Ha? Jemand Bock zu sterben? Boom! Boots! Oh, das hat gut funktioniert. Nochmal. Ich hab gesagt, keine Essensschlacht hier. Au. Ja, komm ruhig her. Trau dich doch. Die Shotgun an denen zu verschießen, war jetzt gerade auch, glaube ich, ein bisschen Overkill. Aber wenn jemand in der Cafeteria mit Tellern schmeißt, dann sehe ich rot. Knallrot. Das klingt auf jeden Fall, als wären da noch welche hinter. Also das waren nicht die einzigen. Moin. Ich habe eine Kasse, eine Kasse Taffee. Moin. Was machst du da mit ihm? Okay. Ich weiß nicht warum. Ich dachte, das wäre sein Arsch. Ich dachte, das wäre hier gerade Arschessen auf Rekordniveau. Hat mir kurz Angst gemacht. Ab in die Kühlhalle. Was soll hier schon Schlimmes passieren? Ich helfe ihnen. Könnten wir ihr jetzt auch nicht helfen? Und sie einfach draufgehen lassen? Ich habe sie gerettet, Frau. In einem Kühlraum. Also ich verstehe, dass du sicher sein wolltest in einem Kühlraum, aber... Ich hätte dir eine Viertelstunde gegeben. Noch nicht mal. Wie lange überlebt man in einem Kühlraum? Ich glaube nicht gerade lange. Nee. Das ist nicht das Wahre. Das klang gerade wie ein Affe.
Sie sollten erstmal mitkommen. Oh. Wir kommen hier nicht mehr raus, oder wie? Oh, da oben. Aber dafür müssen wir erstmal hier... Was kommt hier gerade eigentlich für eine abgespacede Musik im Hintergrund? Ich fühle mich, als ob ich gerade Farben riechen könnte. Als ob so der Plot-Twist gerade bei Memento gekommen ist. Guter Film übrigens. Kann ich empfehlen. Neuer Hyperpop-Track just released. So. Moin. Kurz Affe vorbeigeflogen. Selbst von hier kann ich die Tür nicht aufmachen. Ja, tut mir leid, dann kann ich hier leider nicht helfen. Sorry. Ich hätte ja gern geholfen. Geht nicht. Zwei Schüsse hält der da nur aus. Die Shotgun ist ja mal komplett. Achtung, jetzt bringe ich ein altes Wort zurück. Imbar. Wie hat man damals eigentlich zu allem, was irgendwie overpowered war oder so, oder halt imbar, imbalanced, hat man immer imbar gesagt. Das Wort sagt man heutzutage viel zu selten. Imbar ist ein absolut starkes Wort. Man sollte das wieder implementieren. Just my two cents. Also man kann ja auch auf eine andere Art und Weise sagen, dass ich vielleicht ein bisschen abnehmen soll. Also gut. Ja, weiß ich Bescheid, denke ich. Danke. Da sind wir gerade einfach durchgebrochen. Ich denke, wir sollten hinten da so ein Ventil draufschrauben. Schätze ich. Ich weiß aber nicht, wie wir da rankommen sollen oder wo das hier in der Nähe ist. Weil hier ist ja wieder so ein Gerät. Ich nehme an, dass wir da was draufschrauben sollen. Ah, hier. I'm just a blind fish. A blind fish, blind fish, blind. Und warum bringen wir das Fleisch jetzt hier hin? Ich meine, es hat ein... Oh, ich weiß warum. Wir nutzen das quasi als Brücke zwischen den Dingern. Oh my god, that's so clever. Look at this. Gordon Freeman is a madman. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir da hochkommen. Aber das war, glaube ich, der Weg hier. Steedly beedly deedly bee. I am jumping on your D. Ich weiß es doch auch nicht. So. Und schon können wir hier komplett durchlaufen. Toll ist das. Guck dir das an. Oi. Warum ist das denn so am Wackeln? Denke ich mir jedes Mal. Oh, da unten erwartet uns auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas Ekliges. Ich höre es schon Kräuchen und Fleuchen. Horrorgame, ey. Moin. Tut mir leid. Immer dieses Gepiepe. Okay, wir lassen die auf jeden Fall komplett links liegen. Auch nett von uns, einfach. Digga, der hat meinen Arsch gegrabt. Was hab ich für ein juicy ass? Ja, dich würde ich am liebsten da reinschmeißen. Boah, die haben es aber wirklich mit den Lüftungsschächten. Das ist schon ganz schön gruselig. Moin. Wie so ein nerviges Kind kommt das angeflogen. Dude! Freeman. Hi! Sorry. Er hat recht. We got ahead for the surface. But with all the elevators out of order, we can. Dann gehen wir wohl zu Fuß. Genau. Freunde, es geht zu Fuß weiter.
Und ich werde euch am Leben lassen. Nicht, dass ich bei den anderen... Oh Gott. Sehr gut. These things give me the heebie-jeebies. Gib mir auch die heebie-jeebies. You freaking freak. Also seine Voicelines sind on point. Der weiß ganz genau, was er sagt. Sehr gut. Das lief hervorragend. Ach, das schaffst du. Also anstatt es wenigstens zu... Also okay, gut. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, anstatt es wenigstens zu versuchen. Aber es ist halt dann schon sein... Obwohl, hier unten setzt du auch dein Leben aufs Spiel. Und du denkst jetzt, ich setze mich neben dich auf die Couch. Ich habe irgendwie überlebt. Oh mein Gott! Wie soll ich dich retten? Oh Gott, wie soll ich dich da runterkriegen? Wir erzählen das niemandem, oder? Das bleibt jetzt einfach unter uns. Hier ist der Fahrstuhl. So, that's something. Ich glaube nicht, dass man ihn hätte retten können. Leider. Oh. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass der runterrasselt. Oh shit. Vielleicht hätte ich nicht direkt in den Fahrstuhl gehen sollen. Wir haben Feindkontakt. Ach krass, wir sind tatsächlich wieder hier. Nein! Renn da doch! Renn da doch nicht rein! Können wir nichts davon nehmen? Da will ich nicht lang. Nope. Da muss ich lang, oder? Ich muss da lang. Okay, ich hab's irgendwie überlebt. So ein bisschen wie diese Turret-Dinger aus, Portal. Man könnte fast meinen, die könnten von hier kommen, wa? Haha. Wow. Ich bin genauso hochgesprungen, dass ich genau drin gelandet bin. Ich bin so dumm. Boah, das darf auch kein Haar länger sein, oben auf dem Kopf. Oh ja, erstmal... Gut, dass ich den Anzug habe. Und gut, dass wir noch ein paar Sodas haben. Ja, bis wir uns da jetzt mit Sodas voll gestockt haben, das dauert vielleicht ein bisschen. Hörst du auf? Ich sagte, hör auf. Da ist ja jeder Schuss von mir daneben gegangen. Eieiei. Auch da reden wir nicht drüber, okay? Bitte keinem weitersagen. Der ist schon mal umfallt.
Der auch. Ja, das lief eigentlich genauso, wie ich das auch mir erhofft hatte. Oh, fuck. Oh. Muss mal kurz nachladen, okay? Die wissen aber ganz genau, wie so Waffen, glaube ich, funktionieren. Weil der hatte gerade echt richtig Angst davor. Ja. Nein, definitiv nicht. Es ist nicht safe. Geht auf gar keinen Fall raus. Nein, ja, stellt euch in die Ecke. Guckt wieder. Geht zurück zur Ecke. Wo rennst du denn hin? Oh Gott. In was sind wir hier reingeraten? Das war ein ganz normaler Arbeitstag und plötzlich passiert hier so eine Scheiße. Oh Gott, hier ist eine... Das macht Bumm. Geht mir bloß nicht hinterher. Ich möchte sagen, dass ich es immer noch irgendwie ein bisschen sus finde mit der ganzen Militär... Ja, setz dich erstmal hier in die Ecke. Kann ich verstehen, Bro. Same. Okay. Was machst du? Okay. Ich gehe schon mal vor, ne? Ihr kommt ja gleich bestimmt nach. Genau. 20%. Warum? Können wir das den anderen erzählen? Wahrscheinlich haben wir die Voice Line gar nicht jetzt gerade als Möglichkeit, oder? Schade. Aber... What? Aber hey, gut, ey. Ich bin mit meiner Skepsis... Hatte ich am Ende recht behalten. Auch wenn das überhaupt nicht gut ist, weil das bedeutet, dass das Militär, was uns hier rausholen soll, gegen uns ist. Und das ist ein gigantisches Problem. Oh Gott. Aber warum? Vielleicht, weil sie denken, dass wir als Wissenschaftler... Vielleicht, weil sie denken, dass wir das extra auf die Welt gelassen haben? Guck mal, wie krass die auf uns drauf sind. Ich würde schon sagen, irgendwo ist eine Granate. Junge! Ey, wenn ihr das macht, mach ich mit. Die sind schon heftig. Und es ist halt auch wirklich heftig, dass sie komplett auf alle Menschen hier einfach draufballern. Sehr gut. Ay, caramba. Search and destroy force Bravo. Reports. Secondary objective terminated. Sekundäres Ziel terminiert? Okay, da geht's irgendwie rein. Kann man dem entgegenlaufen? Ja. Ey! Okay,
Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen Overkill mit dem Schuss. Do not stack. Warum man das wohl nicht tun soll. Oh oh. Hi! Der stand hier ganz alleine. Oh, der Arme. Der wurde einfach zurückgelassen von seinem Team. Oh Mann. Tut mir ja wirklich leid. Hahaha. Das wird ungeil. Ich habe keine Ahnung, wie man da anders hätte dran vorbeikommen können. Die halten aber auch viel aus. Haben die Wissenschaftler hier erwischt? Ich hoffe nicht. Was? Von wo? Ach da. Yo, mit dem Raketenwerfer! Oh Gott. Ja, get back. Hier geht keiner mehr back. Oh. Okay. Das auch irgendwie überlebt. Krank. Warum wissen die so genau, wo wir stehen? Ich bin der Schrecken. Ich hau dich um. Komm her. Okay. Ich würde sagen, der ist weg. Der schafft's nicht mehr. Eieieiei. Komplett weggehobelt. Okay. Aber das heißt, wir wollen weiterhin jetzt an die Oberfläche, wissen aber, dass wir... Er hat mich in der Sekunde getötet. Are you for real? Ja, Moment, ich weiß jetzt ja, wo ich hin muss. Speedrun. Okay, wir müssen weiterhin an die Oberfläche, wollen weiter nach draußen, wissen jetzt aber, dass die Soldaten nicht unseren Rücken haben. Was ein Problem ist, weil das ganze Ding hier ist umstellt von Soldaten. Und ich glaube, wir fahren da geradewegs drauf zu. Kommen wir hier jetzt gleich an die Oberfläche und da stehen alle Soldaten. Das sieht nach Tageslicht aus. Wir sind so am Arsch.